Ich bin 1921 in München geboren. Meine Mutter war damals am Schauspielhaus engagiert als Schauspielerin und sie hatte schöne Rollen damals und sie hat sehr viel gespielt. Und ich war also ein heiß ersehntes Kind von ihr. Sie kannte meinen Vater 10 Jahre lang. Meine Eltern waren nicht verheiratet. Das hatte verschiedene Gründe. Anfangs war meine Mutter diejenige, die ihn absolut nicht heiraten wollte. Sie war 2,5 Jahre älter als er. Und sie fühlte sich dann eben so viel älter als mein Vater und so außerstande, diesen jungen Menschen, der sie unbedingt hätte heiraten wollen, damals zu heiraten, dass sie Nein gesagt hat. Später hat sich das geändert, da hätte sie ihn wohl gerne geheiratet, aber dann war er halt berühmt geworden und hatte unendlich viele Erlebnisse. Die Frauen stellten ihm nach direkt. Also das war eine schwierige Sache. Und dann hatte er das Gefühl, er dürfe nicht heiraten. Er hatte dann gedacht, er müsse wie Beethoven ein Junggeselle bleiben und ganz sich der Komposition widmen. Und das war eigentlich die Tragik seines Lebens, dass er durch seinen steilen Ruhm als Dirigent vom Komponieren jahrelang eigentlich ganz wegkam. Und als er dann schließlich geheiratet hat, da sollte es eine Frau sein, die weiter keine Ansprüche geistig an ihn gestellt hat und die er nur zum Repräsentieren gebraucht hat. Er hat dann die Zitler Lund geheiratet, eine zu mir sehr, sehr liebe Frau, aber die konnte selber keine Kinder bekommen. Ja, er hat dann das große Glück gehabt, die Elisabeth zu heiraten. Die war eine junge Kriegswitwe, hatte 4 Kinder. Das jüngste kam erst zur Welt, wie ihr Mann schon gefallen war. Und er war eben kräftig genug, um das sehr anstrengende Leben mit ihm dann durchzustehen, bis zuletzt. Wie hat denn Ihre Mutter Wilhelm kennengelernt? Er war ein Freund ihres Bruders Friedrich, obwohl er viel älter war als der, aber sie kannten sich gut und dadurch hat sie ihn wohl kennengelernt. Und er war halt die große Liebe ihres Lebens. Sie hat auch mich so erzogen, dass ich nur Gutes über ihn gesagt, nur in Liebe zu ihm aufgewachsen bin. So dass es für Sie kein Problem war, ein uneheliches Kind zu sein? Überhaupt nie, gar nie, gar nie. Im Gegenteil, ich war stolz auf ihn. Er wurde ja dann ein berühmter Mann. Und also das hat mir nichts ausgemacht. Und Sie haben ja dann sogar nach ihm geheißen. Ja, da gab es in der Nazizeit ein Gesetz, dass uneheliche Kinder mit Einverständnis des Vaters dessen Namen tragen konnten. Und da haben der Willi und ich, also mein älterer Bruder und ich, seinen Namen bekommen. Die anderen Geschwister nicht, die galten ja ursprünglich als Kinder der verheirateten Männer ihrer Mütter. Wie war denn Ihr Kontakt? Mit meinem Vater? Ja. Ja, also für kleine Kinder hatte er kein Interesse. Das hat er, wenn dann, überhaupt erst mit seinem eigenen Kind von Elisabeth kennengelernt. Ich weiß es nicht, wie weit er da sich geändert hat, aber wenigstens hat er das mal erlebt, ein eigenes Kind. Ich weiß noch, wie er mal zu mir gesagt hat, du, das ist wie bei normalen Leuten, meine Frau kriegt ein Kind.
Das fand er also ganz erstaunlich. Naja, also ich bin sehr froh, dass er das erlebt hat. Denn sonst wäre es ja doch traurig gewesen. Aber wie ich klein war, er kam öfter und hat uns besucht. Wie ich 2 Jahre war, kann ich mich mal erinnern, dass er mal da war. Aber ich habe also keine wesentliche Erinnerung. Und Sie haben sich angefangen, mit ihm zu unterhalten, so ab welchem Alter? Also ich durfte zum ersten Mal nach Bayreuth, wie er dort den Ring gemacht hat. Da war ich 16. Und er dirigierte auch Parsifal, aber da fand er mich also zu jung und zu unreif. Da durfte ich noch nicht hin. Da gab es noch die Szene, da waren wir einmal eingeladen, die ganzen Mitwirkenden, und ich durfte auch mit nach Nürnberg, wo der Hitler die Bauten, die für seinen Parteitag, das waren alles Attrappen, und die wollte er herzeigen. Da passen so und so viel 1000 Leute rein und da so und so viel. Und alles hat nur ah und oh gesagt. Und auftauend hat der Hitler dann erst am Abend im Hotel. Und da gab es dann irgendwelche Vorführungen. Und da gibt es ein Foto, da sitzen wir alle nebeneinander. Die Winifred und Hitler und dann noch eine Tochter von Winifred. Und dann sitzt mein Vater so ganz auf der letzten Ecke mit einem Gesicht. Wie kann ich denn da nur wieder weg, so ungefähr? Und ich sitze dann da vorne. Ich hatte irgendjemand aufgenommen. Also das war sehr typisch. Naja. Aber er wurde halt im Dritten Reich. Er konnte nicht hindern, dass er missbraucht wurde von dem Regime eben als Aushängeschild. Mal ist er ja von all seinen Ämtern zurückgetreten, aber er musste dann doch wieder zu Hitlers Geburtstag dirigieren. Die ersten Jahre hatte er sich immer gedrückt und dann einen Attest gebracht und so weiter. Und dann hieß es, diesmal müssen Sie, wir erkennen es nicht mehr an, dass Sie einen Attest bringen. Und naja, da musste er. Und Sie haben schon ungefähr ab 8 ganz viele Konzerte besucht. Ich war ja, in meinem ersten Konzert war ich 8, da waren wir in Münster und er dirigierte in Köln, das war nicht weit. Und da fuhren wir hin und da war ich entsetzt. Ich genierte mich fürchterlich für ihn, wie er da auf dem Podium tanzte. Also das war mir schrecklich. Ich habe gesagt, das war mein erstes und letztes Konzert. Aber ich habe dann ungezählte Konzerte mit ihm erlebt. Also wann immer er in die Städte kam, natürlich, wo wir wohnten, oder in der Nähe war, fuhr die Mami schon mit mir hin. Und dann später, wie ich erwachsen wurde, bin ich also in all seinen Konzerten gewesen. Vor allem von Dresden aus war das wunderbar. Das war nah Berlin und er war immer 3-mal hintereinander. Oder ich erlebte Proben mit. Also das war eine herrliche Zeit. Ich habe ja mal aufgeschrieben, was ich alles mit ihm erlebt habe. Unendlich viele Konzerte. Was war denn das, was ihn unterschieden hat von anderen Dirigenten? Können Sie das beschreiben? Mein Gott, das kann ich schwer beschreiben. Für mich war er halt mein Vater. Und ich habe mich geniert zu klatschen in seinen Konzerten, weil ich dachte, das ist ja, als wenn ich mir selber klatschen würde. Das war ganz blöd. Aber Sie würden nicht sagen, dass Sie Ihren Vater lieber gehört haben als andere Dirigenten? Doch, 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 doch. Das schon. Das aber schon. Es lässt sich nicht beschreiben, was das... Also für mich jetzt schwer. Aber er war halt der Größte, nicht? Also das war er nicht nur, sondern... Ich fühlte das auch so. Ja, das ging ja gerade in eine Ebene, die man da nicht mehr beschreiben kann. Nicht? Eben. Das Eben. Ist es ja gerade. Eben.
wenn Sie ihn getroffen haben, waren Sie dann auch mal ein paar Stunden zusammen oder waren das nur so kurze Begegnungen? Es war meistens nur kurz. Vor allem, wie ich dann selber schon verheiratet war und Kinder hatte. Es war dann alles sehr hektisch bei ihm. Dann habe ich ja auch mal bei ihm gewohnt in Potsdam, wie ich studiert habe. Und zwar bei der Hermine Körner, die damals am Berliner Schauspielhaus war, bei Grünkens, am Staatstheater. Und die war eine große Persönlichkeit, das war also wunderbar. Und da wohnte ich bei ihm in Potsdam. Und da war Lenchen, die mich da betreut hat. Und Lenchen war eine köstliche Person, die war Haushälterin Jahrzehnte von meinem Vater. Also Lenchen war ein Goldstück. Ich lebte eben bei ihm. Sind wir manchmal spazieren gegangen zusammen und wir haben zusammen gegessen und so. Aber er hatte halt auch viel zu tun und ich war auch viel unterwegs. Aber da haben wir uns natürlich viel auch persönlich unterhalten. Und Sie haben ihm auch mal auf dem Klavier vorgespielt? Ja, habe ich auch. Das wollte er. Da habe ich ihm Bach und Chopin und ich weiß nicht mehr genau was. Also, und er war also ganz, also er fand, dass ich halt musikalisch wäre. Also das war ja kein Wunder. Auf jeden Fall. Na, Sie wollten doch sogar, wenn es möglich ist. Naja, ich hätte ja gerne Musik studiert, eigentlich. Aber als Tochter von ihm war das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, wie waren so die letzten Jahre Ihres Vaters? Er hat also eine schwere Zeit gehabt nach dem Krieg. Da durfte er ja gar nicht dirigieren. Und es gab dann einen langen Entnazifizierungsprozess, wo dann viele, viele Juden, denen er geholfen hat, für ihn gesprochen haben. Und dann hat sich die ganze Sache aufgelöst. Aber das war eine schwere Zeit. Und das dauerte Jahre, aber dadurch kam er zum Komponieren wiederum. Also insofern war es ein Glück für ihn eigentlich. Aber für die Elisabeth war es eine schwere Zeit. Sie lebten auf Pump sozusagen von Freunden. Er konnte ja nichts verdienen und sie hatte ihre beiden ersten Kinder bei ihrem Bruder und dessen Frau. Und hatte dann nur ihre zwei Kleinen mit, die Katrin und den Thomas, und bekam dann noch den Andreas eben. Also es müssen schwere Jahre gewesen sein für sie, aber sie hat es eben doch gut überstanden, Gott sei Dank. Das fing dann an mit den Schallplatten. Er hatte ja schon im Krieg ein paar Platten gemacht. Ich hatte die noch auf so einem alten Koffergrammophönchen, was man aufziehen musste und wo ich selig war drüber. Ich weiß nicht mehr, was es war. Die diebische Elster gab es und von Strauss, wie heißt denn die Operette, die berühmte? Fledermaus, ja. Da gab es die Ouvertüre und dann gab es Rosamunde. Zwischenaktsmusik und Ballettmusik, also das habe ich heiß geliebt. Aber dann später wurden Platten gemacht. Fredel war ja so begeisterter Tonbandsammler. Er hat von allen Rundfunkanstalten sich die Tonbänder besorgt und hat selber Aufnahmen gemacht. Also er war ein Fanatiker in der Beziehung. Ja, und dann kamen die Jahre, wo er eben krank wurde. Schon im Jahr 52 einmal. Und er hat sich dann wohl wieder erholt. Aber also ging dann schon mit seinen Ohren bergab. Er hatte dann
mit dem einen Ohr große Schwierigkeiten. Und er hatte noch für den Januar 1955 ein Engagement nach Amerika angenommen. Und davor hat ihm gegraut, weil das rapid schlechter wurde. Ich weiß noch, im Jahr 1954 waren wir noch in Salzburg. Auf jeden Fall den Freischütz. Da erinnere ich mich, dass eine Szene kam, wo er das Stichwort nicht gehört hat. Und es kam nichts. Und dann haben die es wiederholt auf der Bühne. Und das war für ihn also schon ein schreckliches Erlebnis. Jetzt habe ich das Stichwort verpasst. Und da haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Ja, ja. Und er starb dann an einer Lungenentzündung. Eigentlich so, dass man das Gefühl hatte, er wollte sterben. Also ich kann es nicht anders sagen. Aber das hat auch Elisabeth so empfunden. Er hat von allen Menschen Abschied genommen und er fand das die beste Lösung irgendwie. Naja, er wäre erst 69 geworden. Also für heutige Verhältnisse noch gar nicht alt. Meinen Sie denn, dass er gläubig war? Ja, doch, doch. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Also er war gar nicht kirchlich, aber wir haben auch Gespräche über den Glauben gehabt miteinander. Ich weiß auch, dass Elisabeth mir mal erzählt hat, die haben ja kirchlich geheiratet, dass er bei der Trauung gesagt hätte, bei den Katholiken ist das ein Sakrament, also mit großer Hochachtung davor. Lenchen erzählte mal eine Geschichte, dass er ganz empört von einem Besuch bei einem Filmschauspieler zurückgekommen sei. Der glaubt ja nicht mal an Gott, da gehe ich nie wieder hin. Und dann hat er halt nachher ganz kleinlaut gesagt, wo kriegen wir denn dann jetzt unseren Salat her? Den hatte er nämlich von denen bekommen. Ich weiß nicht, wie die Sache dann weitergegangen ist. Auf jeden Fall. Nein, ein gläubiger Mensch war er durchaus.